Hallo, meine lieben Ameisenfreunde. Heute zeige ich euch, wie man ein Formikarium einrichtet, denn meine Formica-Fusca-Kolonie benötigt langsam mal ein eigenes, größeres. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was man alles braucht: Sand-Lehm-Mischung, Talkum als Ausbruchschutz, Schlauchverschraubungen, um das Nest anzuschließen, einen Napf bzw. zwei und natürlich das Formicarium, also die Arena besser gesagt davon. Das bekommt ihr übrigens alles in meinem Shop zu kaufen, falls es euch interessiert. So, jetzt fange ich an, den Ausbruchschutz aufzutragen. Das geht zum Beispiel mit dem Finger recht gut. Bisschen auf den Zeigefinger tun. So, noch ein bisschen näher ran. Und jetzt ganz am Rand verstreichen. Und schön in die Ecken rein, damit dann die Ameisen später nicht über die Ecken rauslaufen können. Immer mal wieder den Finger neu mit Talkum benetzen und dann wieder bestreichen. Jetzt ist beim Auftragen ein bisschen was runtergefallen. Das tue ich jetzt mit einem feuchten Tuch weg. Das könnt ihr ein bisschen abtupfen oder halt komplett wischen. Das ist auch der Grund, warum man beim Talgon lieber zuerst den Ausbruchschutz aufträgt. Denn andersrum, wenn man den Bodengrund zuerst reinfüllt, dann hat man das ganze Zeug eben auf dem Sand. Wobei, das kann man natürlich auch mit einem feuchten Tuch leicht abtupfen. Dann kann man das auch entfernen. Oder man schüttet ein bisschen Sand einfach drüber. Weil irgendwann mal muss man sowieso wieder die Schicht erneuern. So, dann hätten wir das erledigt. Der nächste Schritt ist dann Bodengrund reinzufüllen. Das ist eine rote Sand-Lehm-Mischung. Hier ist es wichtig, dass man nicht ganz so viel reinfüllt. Lieber ein paar Mal mehr nachschütten und immer wieder zwischendurch andrücken. Und dann kontrollieren, wie dicht der Bodenbelag auf der Arena drauf ist, ob da irgendwelches Plastik durchscheint oder so, da kann man noch ein bisschen nachschütten. So, jetzt kommen die Verschraubungen dran. Dazu tut man zuerst die Mutter abschrauben. Und das ist eigentlich ganz einfach. Man steckt das eine Teil durch das Loch und jetzt wieder die Mutter draufschrauben. Da hatte ich irgendwie ein bisschen Probleme. Keine Ahnung warum. Aber irgendwann, man greift sie dann und dann geht das Ganze schon ziemlich fest. Und da kommt auch keine Ameise raus. Also deswegen dreht man es wirklich schön fest. Und jetzt kommt noch die andere Schlauchverschraubung dran.
Da ich jetzt nicht sofort einen Schlauch anschließe, stopfe ich ein bisschen Küchenpapier rein. Einfach ein bisschen reindrehen. Und anschließend schraube ich dann die Verschraubung noch zu, dass auch wirklich komplett alles abgedichtet ist. Dasselbe mache ich jetzt auch noch mit der anderen Seite. So, dann wäre die Arena soweit eingerichtet und jetzt kann ich die Ameisen holen und sie in die Arena setzen. Das sind jetzt die Ameisen in ihrer Aufzuchtbox und zunächst werde ich jetzt das Behältnis öffnen und dann die Reagenzgläser und den Feeder in die neue Arena reinsetzen. Ich habe versucht, ein scharfes Bild vom Inhalt eines Reagenzglases zu bekommen. Das ist mir leider nicht ganz gelungen, aber man kann schon die vielen Puppen, glaube ich, ein bisschen erkennen. Und diese Puppen, die sind alle von Eiern dieses Jahres entstanden, denn Formica fusca überwintert komplett ohne Brut. Die restlichen Ameisen rauszubekommen, hat man jetzt mehrere Optionen. Man kann zum einen das Behältnis einfach reinsetzen. Nur dann habe ich dran gedacht, dass ich das Ganze ja mit Ausbruchsschutz auch versehen habe. Das heißt, die würden jetzt da auch nicht rauskommen. Also habe ich kurzerhand vorsichtig die Ameisen, die restlichen, in das Becken geschüttet und anschließend wieder den Sand mit einem kleinen Teelöffel entfernt. Dann habe ich ihnen noch ein bisschen Ahornsirup reingetan. Allerdings waren die Ameisen mit anderen Dingen beschäftigt und haben so gut wie kein Interesse gezeigt. Als nächstes wird das Nest vorbereitet und mit einem Schlauch versehen. Beim Schlauch müsst ihr ein bisschen Kraft anwenden, denn ich bohre immer mit 13 mm. Und der Schlauch hat 14 mm Außendurchmesser. Also geht er jetzt am Anfang schwer rein, dafür hält er dann sehr fest, wenn er erstmal drin ist. Als nächstes baue ich mir eine kleine Abdeckung für mein Nest. Dazu lege ich die Scheibe auf ein Stück Pappe und zeichne vorsichtig den Rand ab und anschließend kann ich das Ganze dann ausschneiden. So schaut das Ganze dann aus. Übrigens ist jetzt eine gute Gelegenheit, die Scheibe nochmal ordentlich zu putzen. Als nächstes setze ich jetzt die Scheibe ein. Darauf achten, dass er überall schön eingerastet ist. Wenn das der Fall ist, liegt sie so plan auf, dass keine Ameisen rauskommen. Und anschließend die Abdeckung drauf. Fertig. Ja, zwei Sachen fehlen jetzt doch noch. Zum einen sollte man die verbleibenden Anschlüsse mit etwas Watte zustopfen, denn man will ja, dass die Ameisen in der Anlage bleiben und nicht überall in der Wohnung herumlaufen.
Da Formica fusca hauptsächlich in Erdnestern lebt, brauchen sie auch ein feuchtes Nest. Deswegen fülle ich jetzt den Wassertank. Beziehungsweise ist es eigentlich eine Befüllhilfe, denn der eigentliche Speicher ist das Ytongnest selber. Ja, man sieht jetzt, wie sich das Wasser schön verteilt. Und innerhalb kurzer Zeit wird sich jetzt der Wassertank wieder leeren und dann kann man eben bei Bedarf nochmal auffüllen. Also am Anfang ist es sicher empfehlenswert, wenn man mehrere Male den Wassertank befüllt. Später kann man das dann deutlich seltener machen. Jetzt muss der Schlauch natürlich mit der Arena befestigt werden. Also tue ich zunächst wieder das Küchenpapier entfernen. Ja, das steckt es so fest, da habe ich die halbe Verschraubung auseinandergenommen. Aber vielleicht ist es auch nicht, gar nicht mal so schlecht, denn da sieht man, wie man das Ganze wieder zusammensetzt. Ist eigentlich ja auch nicht kompliziert. Einfach wieder die Dichtung rein. Also nicht so, sondern ich hatte es ja am Anfang richtig, genau, so reinsetzen und dann einfach wieder zuschrauben. Das war's schon. So, den Schlauch dann einfach durch die Verschraubung durchdrücken und ich tue den Schlauch jetzt auch ein bisschen weiter durch, denn dann spare ich mir schon den Aufwand, irgendeine Rampe zu bauen und die Ameisen können da recht gut schräg den Schlauch nach oben. Ja. Wenn das Ganze dann soweit passt, dann dreht man die Verschraubung zu. Einfach die Mutter festhalten und dann die Verschraubung zudrehen. Dann ist das Ganze dicht und absolut ausbruchsicher. Abschließend habe ich jetzt noch eine kleine Heizmatte auf das Nest gelegt, damit es ein bisschen attraktiver wird und die Ameisen schneller umziehen. Das Ganze habe ich dann mit einem schweren Gegenstand befestigt. Die Packung Katzenfutter ist vermutlich nicht die ideale Wahl, aber ein schweres Buch tut's genauso. Ja, das war's dann von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann bewertet es doch bitte positiv und falls ihr noch nicht Abonnenten seid, könnt ihr mich ja gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.